Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus in FIFA 16. Wir sind am Start der momentane Tabellenfünfte der Barclays Premier League und heute geht es unter anderem gegen Manchester City und gegen Norwich, das heißt gegen die Kanarienvögel und gegen die Citizens. Beides definitiv keine einfachen Gegner, deswegen werden wir auch direkt mal ein bisschen trainieren am Anfang der Episode, um unsere Spieler richtig gut vorzubereiten auf diese beiden Partien. Alexandre Pato ist der erste, Thauvin ist der zweite, Sissoko ist der dritte und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht haut da mal ja einfach jeder, der wirklich Interesse hat am Karrieremodus, einen Daumen raus. Das wäre mega nice, eine großartige Unterstützung. Chancel Mbemba ist dann ja der Vorletzte oder schon der Letzte, der das Training bekommt. Nee, der Letzte. Emre Can war zwischendurch noch dabei. Und was kriegen die Jungs so für Noten? Das sieht durchweg nicht so gut aus. Mit D, D, D und dann nochmal D. Und dann kommt C bei Mbemba und der steigt auch direkt mal im Rating auf 78, was natürlich sehr erfreulich ist. Und von daher war das Training ja zumindest in der Hinsicht auf jeden Fall lohnenswert. Wir gehen weiter zum Spiel gegen Manchester City, wie bereits angesprochen. Das wird ja vielleicht das Schwerste in dieser Episode. Was heißt vielleicht? Aber gegen die Großen waren wir bisher gar nicht mal so schlecht in dieser Saison. Und das heißt, auch gegen die Citizens sollte da auf jeden Fall irgendwas drin sein. Zumindest in der Theorie. Wir gucken uns nochmal Spieler an. Unter anderem Heung-Min Son. Und den beobachten wir auch gleich mal, der ja gerade erst gewechselt ist von Leverkusen zu den Tottenham Hotspur. Und Demiray Gray ist an sich ein interessanter Spieler, aber ist ein bisschen zu jung noch, um wirklich direkt weiterzuhelfen. Da haben wir ja Rolando Ahrens, der auf jeden Fall auch sehr talentiert ist. Den Rest an den Nachrichten löschen wir mal. Und dann machen wir noch die Aufstellung für das heutige Spielchen. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die nicht so schwierig ist, denn wir haben momentan extreme Leistungsträger und haben Spieler, die nicht so extrem gut drauf sind. Alexandre Pato wird unter anderem, soweit ich weiß, in der Sturmspitze stehen. Vielleicht lasse ich auch Mitrovic starten, dann ich lasse, glaube ich, den Kollegen Pato drin auf der 6 spielen. Natürlich Sissoko und Kollege Emre Can und ich glaube, nee, De Jong, packe ich De Jong rein. Weiß ich gar nicht, ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, das müsste eigentlich genau die gleiche Startaufstellung sein wie normalerweise. Halt auf den Außen mit Thauvin und mit mit Zaha und mit Thauvin diesmal und nicht mit Ronald Ahrens. Auch nicht schlecht. Okay, alles klar, wir gehen ins Spiel. Viel Spaß und dann sehen wir uns gleich hoffentlich mit ein paar Punkten wieder. Newcastle United zu Gast im Etihad Stadium und das natürlich für die Magpies eine große Herausforderung. Manchester City war der Gastgeber der heutigen Partie und die Citizens waren relativ gut in die Saison gestartet. Wie sollte man es anders auch irgendwie erwarten von den ja, himmelblau gekleideten Männern mit dem ganzen Star-Ensemble um David Silva oder Sergio Kun Agüero. Momentan Tabellenplatz 1, 4 Punkte Vorsprung vor den ja ebenfalls relativ gut gestarteten Magpies und allgemein Liga-Tabelle sehr eng beieinander. Mit einem Sieg könnte Newcastle zumindest auf Tabellenplatz 4 vorrücken, an Chelsea vorbei voraus. Ausgesetzt, die Blues gewinnen das Ganze heute nicht. Die ersten drei Plätze mit Aston Villa, Man United und Manchester City sehr, sehr gut besetzt, alle mit 16 Punkten. Spieler im Fokus, Raheem Sterling auf Seiten von City. Bisher schon 4 Tore damit in der Torschützenliste, immerhin auf Tabellenplatz 2 bzw. 5, wenn man nach den Namen ordnet. Aber ist der zweit erfolgreichste Schütze, was die Anzahl angeht. Und das ist natürlich ein Ausrufezeichen, denn sie haben Sergio Kun Agüero und sie haben Wilfried Bony und trotzdem machen Flügelspieler die meisten Tore. Im Tor ist Willy Caballero davor, Bakary Sagna, Nicolas Otamendi, der Neuzugang von Valencia, Eliaquim Mangala und Gael Clichy, die beiden Franzosen. Auf der 6 dann Yaya Touré zusammen mit Fabian Delph. Auf den Außen haben wir Jesus Navas und Raheem Sterling und vorne drin die eben angesprochenen Wilfried Bony und natürlich Sergio Kun Agüero. Auf der anderen Seite nicht ganz so viele Stars, aber auf jeden Fall auch gute Spieler mit am Start. Kröljan, Martin Bemba, Pogba und Jack Kobeck in der Defensive. Davor dann Emre Can und Musa Sissoko, die und Abwehr unterstützen sollten auf den Flügeln. Wilfried Zaha, der Neuzugang von Crystal Palace und Florin Thauvin, der Neuzugang von Marseille. Davor dann Alexandre Pato in der Sturmspitze und auf der 10 ebenfalls ein Neuzugang natürlich Jorginho Wijnaldum. Das heißt, die ganze Offensive heute mal mit 9 Spielern. Rolando Ahrens nur auf der Bank. Der Jamaikaner, der Junge, war heute nicht mit von der Partie. Sollte zunächst einmal geschont werden. Wir springen rein in die erste Szene und Newcastle hatte ausnahmsweise mal wieder Startschwierigkeiten, denn City startete besser in diese Begegnung. Hier haben wir Yaya Touré und der spielt den Ball einfach mal nach außen und da steht Fabian Delph, da ist Wilfried Bony und der flankt den in die Mitte und das Ganze wird richtig gefährlich, der Kopfball und da ist dann Fabian Delph 1-0 nach gerade mal 7 gespielten Minuten. Das Ganze wunderbar gemacht von den Citizens. Klasse Flanke in die Mitte, gut nochmal abgelegt, auch wenn das natürlich niemals so zustande kommen darf, dass Navas und Agüero da irgendwie an den Kopfball rankommen und im Endeffekt ist niemand bei Delph, Krüll ist chancenlos und es steht 1-0. Newcastle versuchte zurückzukommen, 12 Minuten in der Partie, das ist Musa Sissoko, geht mal über außen, aber es mangelte an der Präzision und das war das große Problem bei den Magpies. Sie hatten an sich ganz gute Ansätze im Spiel nach vorne, es wurde aber nie so wirklich gefährlich. Da mal Wilfried Zaha setzt sich klasse durch gegen Sagna, das macht er richtig, richtig gut, geht in den 16er, wieder die Flanke nicht genau genug, das war, wie gesagt, in der Folge
Halbzeit das größte Problem. Ansonsten hätte das hier knapper werden können. Aber auf der anderen Seite gab es genauso Chancen. Und zwar wieder über Boni, wieder die Flanke. Und diesmal ist da Aguero und im letzten Moment Mbemba dazwischen und klärt diesen Ball zur Ecke. Oder war es Pogba? Einer der beiden Innenverteidiger war es. Auf jeden Fall. Newcastle wurde dann stärker und kam auch mal zu Abschlüssen. Das wurde auch mal Zeit. Alexandre Pato hier gegen Caballero, der den Ball zur Ecke abwehren kann. Aus der wurde dann nichts. Aber es ergab sich daraus ein Einwurf, der ausgeführt auf Colbeck. Die Flanke erstmal abgewehrt. Aber von Wijnaldum nochmal zu Sissoko. Sissoko aus der Distanz und da ist Alexandre Pato. Scheitert an Caballero, war aber sowieso abseits. Dementsprechend kurz vor der Halbzeit nicht der Ausgleich für die Magpies, sondern weiterhin 0-1 aus deren Sicht. Die Fans, die waren relativ zufrieden, die der Citizens. Fabian Delph, Neuzugang, ebenfalls von Aston Villa, hatte seine Jungs hier in Führung geschossen und das war über weite Strecken auch verdient. City zumindest in der Offensive einfach kaltschnäuziger und besser strukturiert. Allerdings sollte sich das im Durchgang 2 etwas ändern, denn Newcastle wurde aggressiver und spielte langsam aber sicher besser nach vorne. Hier haben wir Alexandre Pato gegen Gael Clichy. Der Brasilianer wollte mal wieder was zeigen, geht in den 16er. Ball ist schon weg und er wird gefoult von eben diesem Gael Clichy und es gibt den Elfmeter nach 55 gespielten Minuten. Also 10 Minuten in der zweiten Halbzeit und City macht den alten Fehler. Sie gehen gegen Pato in den Zweikampf und das darfst du nicht machen. Der Ball hier eigentlich schon weg. Da ist der Verteidiger da. Das ist nämlich Delph in diesem Fall. Aber Clichy grätscht noch rein. Foul Pato trifft nur den Brasilianer und dementsprechend gibt es den Elfmeter und die Chance für eben diesen gefoulten Pato hier auf 1-1 zu stellen und die Chance lässt er sich gegen den Argentinier Caballero nicht entgehen. 1-1, 57. Minute. Der Ausgleich für die Magpies. Wunderbar geschossen, Elfmeter vom gefoulten und ja, so kann man das auf jeden Fall mal machen. Hier der Ausgleich und wie bereits angesprochen, Newcastle bisher relativ stark gegen die großen Teams, sollte das wieder ein Punkt werden. In der Folgezeit passierte absolut gar nichts. Die Fans der Citizens waren ganz froh, als dann endlich mal was passierte und zwar ein Wechsel auf Seiten der Magpies. Es gab nämlich einen Doppelwechsel, denn Trainer MGT, der stellte komplett auf Offensiv. Thauvin ging ebenso aus der Partie wie Emre Can und dafür kam Mitrovic und Josep Perez, das heißt zwei Stürmer für einen Flügelspieler und einen defensiven Mittelfeldspieler. Man wollte den Sieg im Etihad Stadium, man wollte die 3 Punkte ganz gerne mitnehmen. Allerdings kam dann City zur nächsten Chance. Flanke in die Mitte, wir sind schon in der 80. Minute. Das Ganze erstmal geklärt. Allerdings spielen sie, wie gesagt, vorne ein bisschen kaltschnäuziger und strategisch besser. Das ist Bakary Sagna, nochmal Navas und der legt nochmal ab auf De Bruyne, der nochmal auf Wilfried Boni und der schießt dann einfach mal und Krüll ist noch wach und kann diesen Ball aus dem Winkel fischen. Schöner Versuch von Ivora, allerdings kein Problem für den niederländischen Keeper von Newcastle. Ja, Newcastle selber hat in der Offensive wenige Ideen und dann plötzlich doch eine. Und zwar Wijnaldum, 30 Metern, ist egal! Haut einfach mal drauf und Caballero hat seine Probleme, kann den Ball aber noch über die Latte lenken. Das war die größte Chance im zweiten Durchgang und jetzt wurde Newcastle nochmal stärker. Die sahen, hier geht was, wir können hier den Lucky Punch landen, genauso natürlich auch Manchester City. Allerdings versucht es Newcastle besser. Wijnaldum hier am Ball, auf Mitrovic eingewechselt, auf Perez ebenfalls eingewechselt. Josep Perez frei vor Caballero und der Spanier verzieht und vergibt die Riesenchance gegen den Argentiner. Den kann man auf jeden Fall mal machen, er macht ihn nicht rein und somit vergibt er hier die letzte Großchance der Partie, denn das war die letzte Aktion im Etihad Stadium. 1-1 zwischen Manchester City, dem Tabellenführer, und Newcastle United, die Magpies, können wieder einen kleinen Achtungserfolg verbuchen, können nämlich einen Punkt mitnehmen und das gegen den Tabellenführer kann man auf jeden Fall mal so machen. Sie zeigen, sie wollen genau da stehen bleiben, wo sie momentan sind, und zwar im oberen Mittelfeld, eventuell sogar in den Top-Rängen der Premier League, dementsprechend in der Europa League. Ob das Ganze funktioniert, wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Jetzt geht es zunächst einmal gegen Norwich City und vielleicht trifft Pato ja auch da wieder. Kun Agüero konnte heute genauso wie Wilfried Boni mal wieder nicht treffen. Allerdings konnte er Delph treffen und dementsprechend nicht so die riesigen Probleme bei Manchester City. 1-1 zwischen den Magpies und den Citizens. Ich würde sagen, das war ein ordentlicher Auftritt unserer Mannschaft. Das kannst du eigentlich nicht viel mehr erwarten. City ist bisher noch nie so wirklich mein Lieblingsgegner gewesen in FIFA. Ich kann mit denen selber nicht gut spielen, aber die sind halt einfach stark, weil sie Kombinationsfußball leben und dementsprechend als Tabellenführer zu Hause, wenn du gegen Newcastle mal einen Punkt liegen lässt, dann ist das schon mal eine beachtliche Leistung für den Außenseiter und von daher bin ich damit komplett zufrieden. Pato auch mal wieder getroffen, wurde auch mal wieder Zeit, hat ja jetzt bereits, glaube ich, auch schon 4 Saisontore, das heißt genauso viele wie Sterling. De Jong beschwert sich ein bisschen, er würde gerne ein paar Mal öfter spielen, kann ich auch komplett nachvollziehen. Wir machen erstmal Training und in Zukunft muss ich ein bisschen mehr auf Mitrovic achten, denn wenn wir in der nächsten Episode Pokalspieler wird er spielen und er ist ja auch ein Neuzugang, genauso wie Pato. Das Problem bei ihm ist, mir gefällt seine Spielweise nicht. Er ist einfach extrem, ja, unwendig, unbeweglich, langsam, hat einen extrem guten Schuss und Kopfball. Allerdings reicht das für mich persönlich nicht aus, deswegen ist er ausgemustert. Aber hier zeigt er im Training, er will sich rankämpfen, genauso wie auch Dix, der sein Rating auf 71 erhöht, anstelle von 70. Das heißt, wir müssen da eventuell in Zukunft mal gucken, aber wir haben allgemein in der Offensive relativ viel Potenzial. Wijnaldum ist extrem torgefährlich, unsere Flügelspieler sind auch nicht ohne und dazu haben wir halt eben noch den angesprochenen
ja, Mitrovic auf der Bank, genauso wie Perez, der ja auch Zehner und Stürmer spielen kann. Also das sieht momentan nicht so sonderlich gut aus für Mitrovic. Mal sehen, was da passieren wird. Vielleicht verkaufe ich noch im Winter. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass der Mitrovic mal eine Chance bekommen sollte anstelle von Pato. Vielleicht auch in der nächsten Episode im Pokal. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir mal, was da so passieren würde. Jetzt spielen wir, wie bereits angesprochen, gegen Norwich City, gegen die Kanarienvögel. Das heißt, gegen, ich weiß gar nicht, ob die wieder aufgestiegen sind. Ich glaube, die mussten erst wieder aufsteigen. Das heißt, gegen einen Premier League Neuling. Die haben aber links einen sehr, sehr starken Kader mit guten Offensivspielern, unter anderem Dieu Merci Mbokani, wer den eventuell noch kennt aus FIFA 13 oder 14 war es, glaube ich. Der hat einen extrem geilen Team of the Season und ist ein Kongolese, der sehr, sehr stark ist und der uns Probleme bereiten könnte. Haben aber auch gut eingekauft, haben sich nämlich Slatko Junuzovic, während hier zum zweiten Mal Mitrovic ein A bekommt als Note, haben sich Slatko Junuzovic von Bremen geangelt, was natürlich ein sehr, sehr geiler Zehner ist. Das heißt, auf die müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Mal sehen, wie das Ganze passiert. Ich kann schon mal ankündigen, ich musste das Spiel ein bisschen bearbeiten. Bis in der 80. Minute habe ich gespielt, da musste ich schnell los, habe dann meine Konsole angelassen, die ist aber ausgegangen. Das heißt, ich habe dann quasi die zwei Tore nochmal genau von den gleichen Schützen schießen lassen in der Partie, habe bis zur 80. gewartet und habe das Ganze dann beendet. Also wundert euch nicht, wenn das Ende eventuell, wenn ein Spieler eventuell bei Norwich anlässt, ich kann die Wechsel von Norwich nicht beeinflussen, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm und so habe ich das Spiel, was sehr interessant war, noch gerettet. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Partie gegen ja, die Kanarienvögel. Es wird ein Duell der Vögel, fällt mir gerade so auf. Die Elstern, also die Magpies gegen die Kanarienvögel, die Canaries, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ist ja aber auch egal. Wir gehen, würde ich sagen, die Partie. Viel Spaß und bis gleich. Die Canaries zu Gast bei den Magpies, Two Birds, One Stadium und drei Punkte, die zu vergeben waren, und zwar für die einen oder für die anderen, für die Elstern oder für die Kanarienvögel, natürlich die schöneren Vögel auf Seiten der in grün-gelb gekleideten ja, Norwich City-Spieler, auf der anderen Seite allerdings die erfolgreicheren, zumindest momentan viele mitgereiste Fans aus Norwich in den St. James' Park, momentan Tabellenplatz 16 für den Aufsteiger, Tabellenplatz 7 für die Magpies, nächste Woche geht's dann ins Derby gegen Sunderland, das heißt, auf das wollte man sich sehr, sehr gut vorbereiten und das natürlich im Vogel. Duell der Barclays Premier League. Auf beiden Seiten an sich gute Spieler, sowohl auf der einen Seite mit Alexander Pato, ein sehr, sehr starker Stürmer, der auch im Fokus stand bisher in seinen 8 Einsätzen, 4 Tore, der erfolgreichste Stürmer bei den Magpies, der wollte heute natürlich auch wieder treffen. Auf der anderen Seite Dieu Merci Mbokani, auch ein sehr, sehr guter Stürmer, ehemals erst Anderlecht, dann China und dann Dynamo Kiew, Entschuldigung, also Ukraine und mittlerweile wieder in der Premier League, beziehungsweise erstmals in der Premier League. Krüljan hat im Bemba, Pogba, Kobek, Chansi, Sokothor, Wonsa, Harvey, Naldo und Pato, keine Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Manchester City, was man ja mit 1:1 bestreiten konnte. Auf der anderen Seite sah das Ganze interessanter aus, denn da haben wir einige Neuzugänge, die eventuell die meisten ja hier in England noch nicht so bekannt sind, die sich ja bisher ganz gut in den Vordergrund gespielt haben. Zum einen Yemersi Mbokani, wie bereits angesprochen, und Slatko Junuzovic, der ehemalige Bremer. Rudi Whittaker, Martin Bassong und Olsen in der Defensive, davor dann Tete, der ja, Norweger, zusammen mit dem Kongolesen Mulumbu, davor Bennett Jarvis und eben Slatko Junuzovic und Yemersi Mbokani. Sehr, sehr starke Offensive und hier sehen wir auch gleich die beiden Neuzugänge, der eine von Bremen, der andere von Kiew, beide auf jeden Fall stark veranlagt, gut veranlagt, technisch stark und auch mit einem gewissen Torinstinkt, und das sollte Tim Krüll heute zumindest aus Sicht von den Canaries zu spüren bekommen. Wir steigen ein in die Partie und starten mit der ersten Chance für die Magpies, das nach knapp 12 Minuten haben wir den Ball auf Wijnaldum und der ja, flankt einfach mal, da ist Alexandre Pato, 1:0, dachten die meisten hier im St. James' Park, aber es war eine Abseitssituation, aus der Brasilianer gestartet war, er will es gar nicht glauben, ärgert sich da tierisch drüber, war ein wunderbarer Kopfball, Ruddy sah da auch nicht so gut aus, aber es war tatsächlich die richtige Entscheidung beim Abspiel bei der Flanke von Jorginho Wijnaldum, ein kleines Schrittchen zu weit vorne der Brasilianer. Es ging weiter mit Newcastle und einem Fehler von Newcastle. Mulumbu, Chan holt sich den Ball nochmal zurück, zieht aus der Distanz ab, das war nicht so sonderlich stark, aber sie versuchten es zumindest in der Offensive, das sah allerdings noch nicht so klasse aus und dann kam erstmals Norwich und konterte und das sah richtig gefährlich aus. Hier haben wir Bennett, den schnellen Flügelspieler, der spielt in die Mitte auf dem Mbokani und der leitet weiter auf Junuzovic und der zieht einfach mal ab aus 20 Metern drin, das Ding! 1:0, 40. Minute, die Norwich City, also die Canaries gehen in Führung und mit was für einem Traumtor vom Österreicher. Die mitgereisten Fans können die Glück gar nicht fassen. Der 16. führt beim 7. im Duell der Vögelfans und das war natürlich wunderbar gespielt. Mbokani mit der Ablage auf Junuzovic und der Schuss ist unhaltbar für Tim Krüll. Dementsprechend die Führung für die Canaries. Die waren nicht ganz unverdient. Auf beiden Seiten gab es wenige Chancen und gerade Norwich City stand hinten sehr, sehr solide und spielte nach vorne immer wieder gefährliche Konter. Junuzovic konnte den gefährlichsten nutzen zum 1:0. Auf der anderen Seite musste noch vieles passieren. Das eine Abseitstor reichte natürlich nicht und das wusste auch Trainer MGT und deswegen hat er seine Mannschaft für die zweite Halbzeit gut motiviert. Die erste Chance aber wieder auf Seiten der Canaries über Alexander Tete, der Norweger, mit einem Doppelpass mit Junuzovic und versucht sein, aber mit dem schwachen linken Fuß, sah gar nicht schlecht aus, aber er zirkelt den Ball am Winkel vorbei. Newcastle wurde dann offensiver und wurde stärker in der Offensive. Wilfried Zaha macht das hier gut, geht in den 16er, lässt sich da gar nicht irritieren, wird eigentlich gefoult, kein Elfmeter, Sissoko mit dem Versuch und dann muss Ruddy im Endeffekt eingreifen. Das war eine sehr, sehr
gefährliche Aktion aus Sicht von Norwich City. Die anschließende Ecke reingebracht von Moussa Sissoko. Da steht Alexandre Pato und Bamba, die behindern sich gegenseitig. Ruddy nicht ganz so sicher, klärt den Ball raus auf Rolando Arendt und der versucht es nochmal mit dem Ball auf Zaha. Zaha mit dem Doppelpass, mit dem Bamba. Da spielen die wunderbar durch die Beine. 1:1. Wunderbares Tor von Wilfried Zaha. Der Neuzugang von Crystal Palace mit seinem ersten Tor in der Premier League für die Magpies. Und das war wunderbar gespielt von den beiden Neuzugängen. Einer kam vom RC Anderlecht, kennt deswegen natürlich auch DMRC Mbokani. Und der andere, der kennt die Premier League, der kennt Norwich City. Und das zeigt er hier eindrucksvoll. Das war wunderbar kombiniert. Arendt hat die klasse Idee nochmal quer zu legen. Und dann der Doppelpass durch die Beine des Verteidigers Martin sieht da überhaupt nicht gut aus. Und Ruddy hat im Endeffekt keine Chance mehr. Es steht 1:1 und Zaha kann sich freuen, endlich mal für die Magpies erfolgreich gewesen zu sein. In der Folgezeit passierte dann nicht mehr viel. Newcastle wurde aber jetzt stärker und versuchte mehr nach vorne. Wieder Zaha, schöne Flanke in die Mitte. Arendt mit vollem Einsatz da, wird allerdings gefoult. Trotzdem setzen sie die Defensive so unter Druck, dass wir immer einen Einwurf rausbekommen. Also der Druck eher auf Seiten der Magpies. Die Chancen auf Seiten von Norwich. Mal ein Versuch, allerdings kein Problem für Tim Krull. Das war immer ein Torschuss, denn mehr passierte in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich. Wir haben aber noch ein paar Szenen für sie im Köcher, unter anderem dieser Konter, der noch läuft über Wijnaldum. Der versucht es dann nochmal raus auf Rolando Arendt und es scheitert im Endeffekt an der Präzision mit der Flanke. Da ist Sissoko aus dem Rückraum, aber das Ganze war jetzt weniger gefährlich, als es hätte sein können. Letzte Aktion der Partie, 89. Minute, nochmal versucht es Newcastle nach vorne, bleiben aber hängen in der Defensive von Norwich. Die spielen hinten rum und da sehen wir wieder dieses Pressing von Newcastle. Das könnte erfolgreich sein, da erobern sich hier fast den Ball im Endeffekt. Allerdings spielt Newcastle plötzlich defensiv, muss sich hinten orientieren. Whittaker gegen Sissoko und gegen Colback. Colback ist schon mal weg. Sissoko versucht noch die Flanke in die Mitte und da ist Mbokani, der Kopfball aus 12 Metern. Allerdings deutlich über den Kasten. Und das war seine letzte Aktion der Partie. Das letzte Duell der Vögel hatte für Newcastle geendet. Dieses hier endet unentschieden. Die Canaries holen einen Punkt bei den Magpies. Der 16. immerhin mit einem kleinen Achtungserfolg gegen Newcastle United. Wijnaldum konnte seine Mannschaft heute nicht zum Sieg führen. Junuzovic Tor reicht den Canaries für den einen Punkt in St. James's Park. Und das heißt eventuell, dass es einen kleinen Aufwärtstrend gibt. Die nächsten Partien werden auch wieder nicht einfach, allerdings für beide Mannschaften nicht. Newcastle muss zunächst einmal zu Sunderland, Tynwald Derby. Das wird auf jeden Fall interessant. Wie das Ganze ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Für den Moment sagen wir erstmal Newcastle United 1, Norwich City 1, unentschieden zwischen den Vögeln im St. James' Park. Zwischen den Vögeln war auch eine sehr, sehr schöne Aussage. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall einen Punkt immerhin geholt. Ich habe gesagt, das wird nicht einfach. Es wurde nicht einfach. Aber wir gehen mit 2 Punkten aus 2 nicht so einfachen Spielen, wie bereits angesprochen, aus dieser Episode raus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, das ist eine großartige Unterstützung. Nächste Episode gibt es dann 3 Spiele, unter anderem gegen Leicester City im Capital One Cup. Der ist ja momentan noch Realität am Laufen. Gestern ist der FC Arsenal rausgeflogen und zwar gegen Sheffield Wednesday. Relativ bitter, aber das kann natürlich auch uns passieren. Hier in FIFA 16 und das wollen wir natürlich im Idealfall verhindern und deswegen gehen wir das in der nächsten Episode an. Ich verabschiede mich erstmal für den Moment mit noch ein paar Scout-Berichten, unter anderem einen zu Heung-min, der mich aber jetzt gerade gar nicht so interessiert und deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann am Freitag mit dem Bielefeld-Karrieremodus wieder. Bis dann, haut rein und ciao.